Ja, der Hauptgrund für den heurigen Sozialpartnergipfel war die demografische Entwicklung im Lande. Wir stellen seit Jahren fest, dass die Kärntner Bevölkerungszahl dramatisch rückläufig ist und die Zukunftsaussichten bis 2030 zeigt uns einen Trend, dass Gefahr besteht, dass in Zukunft die Betriebe im Lande nicht über die nötigen Arbeitskräfte verfügen, dass aber auch dadurch dann soziale Töpfe nicht mehr gefüllt werden können, dass die Gemeinden über keine ausreichenden Kommunalsteuereinkommen verfügen und. Und das war der Grund, dass wir uns zusammengesetzt haben, um mit der Kärntner Landespolitik über dieses heiße Thema zu diskutieren. Für mich war der wesentlichste Punkt in diesem Sozialpartnertreffen, dass es hier einen Schulterschluss gegeben hat zwischen Politik und den Sozialpartnern, dass wir dieses Thema demografische Entwicklung dringend in Angriff nehmen müssen. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass man erkannt hat, wie dringend dieses Problem für Kärnten ist und dass man auf einer breiten Ebene geschlossen hinter den Maßnahmen steht und auch mit dem Willen, diese rasch umzusetzen. Wichtig war heute die Zusammenkunft und die Installierung dieser Arbeitsgruppe mit Professor Haber, der ja schon gezeigt hat, dass er es sehr gut machen kann. Und wir wollen bis 2030 laufend Maßnahmen setzen, um den Arbeitsmarkt in Kärnten dementsprechend zu stabilisieren und die Menschen in Kärnten zu halten. Die Politik in Kärnten wird alles tun müssen, um auch den sogenannten Tälern, den Regionen draußen, den ländlichen Räumen, Voraussetzungen zu schaffen, damit dort auch die Menschen Arbeit in einer familienfreundlichen Entfernung, sage ich einmal, auch haben können, Einkommen haben können. Wir brauchen eine Infrastrukturvoraussetzung in den Dörfern, in den Gemeinden, damit diese Räume erhalten bleiben. Und das ist eine ganz besondere Herausforderung. Da sind wir heute massiv gefordert, hier auch wirklich die Ärmel aufzukrempeln und Ideen zu entwickeln, wie uns das auch gelingt. Der wesentliche Punkt ist, dass wir eine alternde Gesellschaft haben, dass wir zum einen sorgen müssen, dass wir mehr junge Menschen bekommen, dass wir mehr qualitativ ausgebildete Menschen haben, die der Kärntner Wirtschaft für die Umsetzung ihrer Projekte, ihrer Ziele zur Verfügung stehen.